Hallo und herzlich willkommen zurück bei City Skylines. Ja, ich weiß, das letzte ist ein bisschen lang her, aber hey, scheißegal. Wir machen Continue Game. Ich habe nämlich einen neuen Spielstand gemacht und ich habe eine neue Stadt aufgebaut. Schnell so als Info: Ich will noch ein Informationsvideo, ein Update-Video machen zu meinem Kanal. Das letzte Video habe ich knapp vor einem Jahr hochgeladen und danach ist mir effektiv nicht mehr möglich gewesen, auf dem alten PC aufzunehmen. Und jetzt haben wir einen neuen gekauft und theoretisch, also rein, also nicht nur theoretisch, auch praktisch gesehen, wow, ist das laut. Moment, Moment. Jetzt mit dem neuen PC sollte das Ganze eigentlich kein Problem mehr sein. Es sollte eigentlich alles funktionieren, so ja, wie es sollte. Und das heisst, ich probiere jetzt ein bisschen rum. Gerade jetzt im Moment nehmen wir mit locker flockigen 61 FPS auf, 59, 61, ging ein bisschen durcheinander. Ja, da seht ihr meine Stadt. Es sind ein paar verlassene Gebäude da. Ich habe eine kleine Restrukturierung gemacht, wie man dem so schön sagt. Und zwar habe ich da den ganzen Teil neu gebaut. Da habe ich neu aufgebaut und da habe ich nur noch die paar Leutlis gehabt. Und die sind mehr oder weniger auch unzufrieden gewesen und dann haben ganz, ganz viele meine Stadt verlassen. Aber wie man sieht, wir sind jetzt schon wieder im Grünen. Ich habe durch die Restrukturierungsmaßnahmen knapp ja, also mehr als die Hälfte der Leute verloren und bin von 5 Millionen jetzt wieder auf 2 Millionen, also nein, es ist fast auf 1 Million runtergefallen. Bin jetzt auch wieder ein Zeitchen dran. Ihr seht, es sind schon fast alle Flecken wieder besiedelt. Da sind noch ein paar offene noch. Und, ja, aber ich denke, das kommt schon. Das kommt schon. Ja, generieren, das ist ein falsches Wort. Wir ziehen nach wie vor Leute an, die ja in unserer Stadt leben können. Das ist sehr gut. Und wie ihr seht, es hat fast kein Verkehrsproblem. Oh, wie das, wie das. Ich habe mich einem kleinen Trick bedient. Und zwar habe ich jeweils eine Autobahn quer durch die Stadt genommen. Respektive eine Hochautobahn. Da seht ihr jetzt zum Beispiel die, das ist zweispurig. Also eine geht in die eine Richtung. Nein, stimmt gar nicht, die ist nicht zweispurig. Da ist sie noch zweispurig. Nein. Doch, da ist sie zweispurig. Ja, genau, ich will jetzt noch einspurig, kann das sein? Da ist sie noch einspurig. Ist das möglich? Das sollte eigentlich nicht möglich sein. Da habe ich mich verbaut und das ist schon sehr, 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 sehr lang her, als ich mich verbaut habe. Das wär's. So, jetzt läuft es wieder, so wie es sollte. Obwohl, einen grossen Unterschied macht es eigentlich nicht. Also es dürfte eigentlich keinen grossen Unterschied machen. Weil, ja, ihr seht, also, es funktioniert relativ gut. Wir haben sehr, sehr wenig Verkehr auf der Straße, auf der Nebenstraße. Da hatte ich mal ein kleines Problem gehabt, weil ich die Straße da direkt da rein habe noch münden. Jetzt habe ich das ein bisschen eleganter gelöst, sage ich jetzt einmal. Und zwar, wenn wir da drauf gehen, dann sehen wir, geht jetzt die Straße da unten durch und geht dann da runter. Und eigentlich hätte ich eigentlich auch können da noch eine Verbindung da hin machen, dass die auch noch da runter können. Soll ich das echt machen? An und für sich ist das nicht einmal so wichtig, weil nein. Nein, das ist in Ordnung. Die kommen ja so oder so da durch. Das ist in Ordnung. Das geht schon. Und jetzt zum oberen Teil. Habt ihr vielleicht gerade schon gesehen, da hat es einen riesen Kreisverkehr. Mit Direktverbindungen gerade wieder auf die Autobahn zurück. Dann hat es da wieder einen weiteren Kreisverkehr, wo das Ganze eigentlich verteilen. Da hat es nochmal einen Kreisverkehr, wo da ein bisschen verteilen. Und da hat es auch nochmal einen Kreisverkehr, wo da nochmal verteilen. So. Genug Kreisverkehr für heute. Dann haben wir hier von der Hauptautobahn aus, sage ich jetzt einmal, wenn wir da mal schnell rausgehen, also von daher geht es nachher auf die Straße da, wo durch die ganze Stadt durchgeht.
sehen bis da rauf und da kommt sie wieder zurück. Tschu. Zack. Da geht sie da in den Untergrund. Dann in den Kreisverkehr rein, dass falls, wenn jetzt irgendwelche Autos wieder zurück oder in die andere Stadt wollen, rüber, geht dann das easy peasy. Ja, und so habe ich eigentlich den größte Verkehrschaos können, ein bisschen aus der Welt schaffen. Wo es ab und zu noch ein bisschen happert, ist da, da oben. Weil da ein Autobahnzubringer ist. Wie ihr vielleicht gesehen, oder? Da kommen die Autos von unten her und gehen wieder da runter. Wieso hat es da so einen Knick drin? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, weil das irgendwie auf einem Berg gebaut ist. Irgendwie so ist das etwas gewesen. Jo, also die einzige Straße, die ein bisschen stärker befahren ist, ist die, die durch wirklich fast die ganze Karte durchgeht. Von denen haben wir zwei Stück. Da ist eine noch. Und eben die da. Die geht wirklich bis ganz durch. Und die andere, ja, das sieht eigentlich nicht leid aus. Es sieht nicht leid aus. Es ist natürlich wieder ein absolutes Chaos, wie immer bei mir, aber hey, es funktioniert, okay. Dann, was haben wir noch Schönes? Gehen wir da mal weg, gehen wir da mal raus, weg mit dir, weg mit dir. So. Wir haben hier einen Schiffshafen für Passagier. Ja, läuft zu einigermaßen. Dann haben wir natürlich auch noch ein paar Bahnhöfe. Die sind da. Die mir gehighlightet. Die werden mir irgendwie nicht gehighlightet. Also die jetzt nicht gehighlightet. Ah doch, da sind sie. Also da haben wir 1, 2. Das ist ein Cargo-Bahnhof. Das ist ein normaler Personenbahnhof. Da hat es da oben nochmal einen Bahnhof, da hat es einen Bahnhof, da hat es einen Bahnhof und da hat es einen Bahnhof. So. Und wenn ihr jetzt denkt, das ist ein bisschen dämlich, zwei Bahnhöfe so nah beieinander zu haben, nicht ganz. Weil der Bahnhof, da hat es, wie ihr seht, extrem viele Wohngebiete drumherum. Und bei dem Bahnhof hat es, glaube ich, Industriegebiet. Müssen wir gleich schauen. Ja, mehr oder weniger so ist es. Und Industriegebiet ist übrigens gerade wieder gefragt. Da oben habe ich ein schönes Erzgebiet, schaffe ich es noch. Darum habe ich mir dann überlegt, okay, ich tue mal da ein bisschen Erz, also respektive Mineralfabriken nennen. Mache ich doch da das auch noch gerade so und so und so. Ich hoffe, der Strom kommt rüber. Da auch noch und da auch. So. Ja, hat zu wenig Arbeiter. Ich weiß, aber es stört mich nicht wirklich gross. Ja, die allgemeine Zufriedenheit von meiner Stadt sieht eigentlich auch nicht leid aus. Das Einzige, was ein bisschen, ist da beim Wasser. Bei den Heizungen, da habe ich jetzt gerade zwei neue Werke gebaut. Das sind die zwei da. Aber das Wasser ist so, weiß nicht so recht. Das sind meine Wasserpumpen und da auch. Also es sind schon zwei, drei. Das ist die Abwasserklärung. Ja, müssen wir vielleicht auch mal schauen, dass es vielleicht noch ein bisschen mehr gibt. Aber ja, auch noch für sich lange bis jetzt noch. Und dann habe ich mir da noch neue Kachel gekauft, die da. Mal schauen, was ich denn da hier bastle. Also was auf jeden Fall auch noch kommt, ist da eine Abfahrt von der Autobahn her. Und dann wird es eine Verbindung geben von dem Stadtteil da, da über. Was ich mich aber gar nicht darauf geachtet habe, ist, wie sieht es eigentlich aus von den Ressourcen her? Haben wir da irgendetwas? Ja, schauen mal an, wir haben da alles mehr oder weniger vertreten. Wir haben da Wald, Mineralien, Agrarland und da haben wir Öl. Oh, das ist nicht schlecht, das ist nicht schlecht. Das läuft, das läuft. Ölindustrie haben wir übrigens auch da. Naja, wenn noch nicht gerade sehr Haufen. Habe ich gemeint, ja, das müsste Öl sein da. Und da könnten wir dann nachher eigentlich noch so ein bisschen Dingszeug machen, wie es jetzt schon so mit Bäumen und so. Dings halt.
Dingsbums, Dings. Ja, geh mal weg, du gehst mir auf den Sack. So, ja, wie sieht unsere Stadt so aus? Sie sieht wunderbarstens aus, zieh das rein. Oh, ist das jetzt schön? Ich fliege gerade über die Autobahn. Es ist ein schönes Game. Es ist wirklich ein schönes, schön gemachtes Spiel. Also, so gesehen, die Autobahn fällt in dem Meer von Hochhäusern fast nicht auf. Also wenn ich jetzt irgendwo da würde stehen und so, klar, man sieht es. Aber es ist irgendwie nicht störend, weil es sowieso überall hohe Gebäude hat. Sehe ich da Polarlichter? Sehe ich da Polarlichter? Ach, wie schön. Ah ja, mein Städtli. Ich hoffe jetzt einfach, dass wir langsam aber sicher genug Arbeiter bekommen. Also es kommen ja täglich ja, so etwa 250 bis 300 Leute in die Stadt rein. Jetzt geht es gerade ein bisschen zurück, ja, 275. Ja, es ist halt immer so. Hm. Und, aber ich habe glaube ich immer noch Offnigs Wohngebiet, wo noch nicht besiedelt ist, habe ich gemeint. Irgendwo da unten. Und übrigens das Klicken, das tut mir leid, das ist meine neue Tastatur. Wo man eventuell könnte hören, ich weiß nicht, ob man es in der Aufnahme gehört. Machen wir da noch ein bisschen Industrie zu sehen. Ja, aber Wohnraum ist momentan noch nicht gefragt. Das ist noch nicht gefragt. Wie sieht es da aus? Also wir haben jetzt mal... Kriminalität ist sehr, sehr gering. Aber wir können es noch geringer machen. Wir machen es noch geringer. Also komm jetzt. Wieso nicht da? Bam. Dann schauen wir einfach mal, wo es nicht so viel Polizeipräsenz hat. Zum Beispiel da, bam. Da. Bam. Ja, die freut sich auch. Das freut mich doch auch. Da müsste es eigentlich überall mehr oder weniger genug haben. Machen wir einfach mal machen. Weil das da ist so eine Retortenstadt, sage ich dem mal. Da habe ich natürlich akribisch darauf geachtet, dass es vor allem überall irgendetwas hat. Bam. Ach, dass alle zufrieden sind. Ich hoffe einfach, dass alle zufrieden sind. Nicht mehr, nicht weniger. Wie sieht es aus mit der Feuerwehr? Feuerwehr, naja. Da können wir jetzt Handlungspotenzial. Wie wär's da? Da so, da, da. Ja, gerade so knapp, hä? Aber es langt, es langt. Ich sehe, es ist nicht ganz so niedrig wie Polizeipräsenz. Jetzt ist natürlich die Frage, wieso? Weil an und für sich ist alles grün. Bis halt auf die Autobahnen. Aber ich schaue gleich noch schnell. Da unten. Oh, okay. Da unten gar nicht. Machen wir gerade hier eine, bam. Aber es mag nicht bis ganz da, aber also würde ich sagen, machen wir da unten auch noch eine rein. Ich hoffe wirklich, dass alle zufrieden sind. Das ist mein Hauptanliegen jetzt im Moment. Ob das alle zufrieden sind. Das muss länger. Ja, es länger da. Oh, okay, da. Sieht es auch nicht gerade so rosig aus. Bam. Vielleicht hören wir jetzt wieder ein paar Bling 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 Blings. Weil die auch nicht so leid, also ich hätte nichts dagegen. Da haben wir, das sind unsere Fähren. Dann, was haben wir noch? Da sieht es eigentlich gut aus. Da könnte man noch etwas machen.
Bam. Macht sogar wieder bling, 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 bling. Wäre schön. Ich wollte schließlich mehr Leute anlocken und wie man gesagt hat, es bringt auch ein bisschen etwas. Wir haben mehr Leute, die in unsere Stadt reinkommen. Da hat es ein bisschen so einen Hotspot. Dann haben wir auch da einfach etwas hin. Da oben auch. Machen wir gerade da. Machen wir da einen grossen hin. Ich weiß, es ist nicht ganz gescheit, da hier keine Verbindung ist, aber das kann man ändern. Wieso habe ich dort keine Verbindung gemacht? Das hat einen Grund gehabt. Ja, den Grund vernichten wir jetzt gerade. Hey, hallo? Machen wir so. Egal. Dann ist die Reichweite von der Feuerwehr auch ein bisschen grösser. Feuerwehr grösser, Feuerwehr. Wieso geht das nicht? Habe ich da eine falsche Straße angemacht? Ich habe eine falsche Straße angemacht. Das hätte ich sollen sein. So, jetzt. Jetzt sieht es anders aus. Und ich höre im Hintergrund das Bling, 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 Bling. Das ist gut. Okay, also Feuerwehr haben wir erledigt. Feuerwehr ist gut. Dann. Krankenhäuser und so. Wie wäre es, wenn wir das Krankenhaus machen? Irgendwo da, wo es Platz hat. Hat es irgendwo Platz? Da hat es. Nein? Ja. Doch, da hat es überall Platz. Wo wollen wir es machen? Da. Das müssen wir da hin. Bang. Und dann. Oh, das geht bis fast ganz rauf. Machen wir einfach da. Wenn wir für Betriebsunfälle und so. Wieso auch nicht? Kann man machen. Dann Krematorien. Ich denke, Krematorien müssen genug auf der Karte verteilt sein. Also mehr als genug. Das ist Zürich. Wie sieht es aus in Zürich? Ah nein, das ist America First. Sorry. Ja, das ist in Ordnung, dass es da nichts ist. Da hat es. Oh! Habe ich da. Ja, ich kann. Da hätte ich es eigentlich nicht dürfen haben. Ah, ist ja gleich. Die Polizei hat es jetzt halt auch. Aber es hat keine Schule. Bam! Darum. Naja, nehmen wir das. Wo ist denn Zürich? Jetzt mal Zürich. Wo habe ich Zürich gebaut? Zürich habe ich irgendwo gebaut, ich weiß nicht wo. Es gibt doch immer ein Zürich in meinem Let's Play. Verdammt. Wo ist Zürich? Zürich? Bist du Zürich? Nein, das ist nicht Zürich. Wo ist Zürich? Wo ist Zürich? Oh, habe ich Zürich in America First umbenannt? Ich glaube fast. Ja, schon. Das war mal Zürich gewesen, da. Und jetzt ist es halt Amerika. Ja, so ist Leben, gell. Ja, was ist noch? Etwas ist mir gerade noch ins Auge gestochen. Und zwar da oben könnte ich es noch in Schule vertragen. Da ist mir die da eine. Bam! Ja, Kapazität ist gut. Und da auch noch eine. Bam. Also Bildung finde ich wichtig. Bildung finde ich gut. Da ist mir da noch eine rein. Und da. Und. Jetzt mal. Da. Und da. Dass wir wirklich überall eine Schule haben, dass alles abgedeckt ist, das finde ich sehr, 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 sehr wichtig. Bam.
Da unten sind zwar noch ein Bürogebäude, aber hauptsächlich die haben auch eine Schule. Ist doch schön. Da oben, das ist in Ordnung, glaube ich. Sondern haben wir da? Nein, das ist nicht in Ordnung, dass dort nichts ist. Dort brauchen wir natürlich auch eine Schule. Wir wollen nur gebildete Leute. Nur gebildete Leute. Das da. Ja, wenn wir. Dann machen wir eine Schule da irgendwo. Bam. Er freut sich die, siehst du? Das ist gut. Dann setzt einen weiten Schulweg. Verarschen. Es werden keine dummen Leute geholt bei mir. So einfach ist das. Sie nicht passt, kannst du nach Amerika gehen. So, da hat es genug Schulen, glaub's. Aber da einer hat jetzt ein bisschen. Machen wir mal da eine hin. Und so. Da im Industriegebiet, bam. Ja, schließlich braucht es ja auch Lehrplätze, Ausbildungsplätze. Ist sehr wichtig. Bam. Da sieht alles gut aus. Da könnte man vielleicht noch etwas machen. Bam. Und das da ist Industrie. Da denke ich, das kann man getrost sein. Das sind meine Highschools. Das sieht an und für sich gut aus. Sieht es gut aus? Ja, es sieht eigentlich gut aus. Es sieht alles gedeckt aus. Da nicht, das ist gut. Da könnte man etwas machen vielleicht. Da, bam. Hätte ich auch Freude. Die da auch. Und dann haben wir da eigentlich überall schon etwas. Und wir machen doch da noch etwas an. Einfach so, weil wir Spass haben. Da hat es zwei. Ja, da sieht es ein bisschen scheiter aus. Bam. Und weil es so schön ist, schaut jetzt mal einfach da so. Bam. Ja. Ja, da ist die Kapazität auch genug hoch. Die Universitäten, die haben ja einen relativ weiten Wirkungsgrad, einen grossen Wirkungsgrad. Das einzige an allein, was da ist, nicht so. Ich komme weiter, ich weiß nicht so. Bam. Einfach, wie man es könnte. Wie wir gerade Freude haben daran. Ja, das heisst also, jetzt müssen eigentlich meine Bewohner langsam aber sicher wieder zufrieden sein. Wir kommen mit so zwischen 400 und 500 Leuten drüber. Das ist gut, das ist gut. Mit dem kann ich leben. Wie sieht es aus? Haben wir da wieder genug Arbeiter? Ja, yes, langsam kommt es. Das ist gut. Was ich eigentlich noch machen wollte, ist, ich kann eigentlich noch wollen, für die hier eine Autobahn-Auffahrt machen. Und zwar hier oben. Aber man hat das kleine Problem, und zwar, ihr seht, das ist am Hang gebaut. Das heisst, ich müsste hier eine relativ steile Straße hier rauf machen. Soll ich es mal probieren? Einfach nur eine Ausfahrt, respektive eine Einfahrt. Also, ihr wisst schon, auf der Autobahn drauf. Vielleicht so, nochmal schnell. So. Mal schauen, geht das? Das wird sogar gehen. Da würde ich aber dann doppelspurige machen. In beide Richtungen. Bam. Weil, dann haben nämlich die LKWs, die jetzt durch ja nicht die ganze Stadt fahren, aber die durch einen grossen Teil der Stadt fahren, haben es viel einfacher auf die Autobahn zu kommen. Merkst du? Und ja. Wir brauchen die Industrie. Was ist mit diesen Leuten los? Haben die keine anderen Hobbys? So, dann geben wir dann Industrie. Das mache ich. Ich habe die Trams entdeckt. Die Trams, die sind ein Säge. Ein Säge. Säge, 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 Säge. Bam. Und da noch eine. Bam. Mal schauen, wie weit komme ich da, ohne dass ein Bruck macht. Warte. Jetzt war doch gerade grün voran, oder? Schau, so jetzt gehen. So nicht. Aber so schon.
Machen wir es so, komm, machen wir es so. Oh, der hat ja sehr viel gebracht. Schieß drauf. So. So lange. Ah, fuck. Eigentlich wollte ich da noch eine Verbindung machen. Dann nehmen wir es halt so. Hey, ist auch in Ordnung. Und da tätschen wir da halt noch ein bisschen Industrie rein. Dass es dann so Spass macht. Aber da müssen wir verbinden. Das müssen wir verbinden, sonst haben wir das Problem. Bam. Und das müssen wir, nein, das müssen wir auch verbinden. Das muss ich verbinden. Es geht nicht anders. So. Sieht scheiße aus, aber es funktioniert so wie es sollte. Und da mal schauen. Es geht. Gut. Der da. Der müsste ich fast da noch verbinden. So. Das ist halt der einzige Nachteil von der Tram. Man braucht immer eine geschlossene Strecke. Aber dafür funktioniert es recht gut. Und da ja da unten, das ist ja alles zusammengeschlossen. Das heisst, ich kann einfach hier neue Routen errichten. Und es kommen mit Trams und fahre ich die Routen ab. Ohne dass ich jetzt da noch irgendwelche Depots muss bauen oder so. Das ist von dem her sehr gut gemacht, muss ich sagen. Also es gefällt mir. Jetzt muss ich schnell schauen. Also ich möchte ja gerne, habe ich gesagt, hier so ein bisschen Forstindustrie machen. Ab da, he? Das da ist Forst. Machen wir doch. Also heisst, im Grunde genommen da. Da runter. Ja, genau so. Das sieht doch tipptopp aus. Das nehmen wir auch noch schnell so. Zack. So, dann machen wir hier Forstwirtschaft. Wir gehen jetzt halt schnell ein paar Geschäfte ein. Das macht aber gar nichts. Das ist noch nicht. Das ist noch nicht. Das ist so gut. Das ist das Leben. Und jetzt müssen da auch schon bald die ersten Firmen entstehen. Mal schauen, jetzt da. Kommen jetzt schon. Schüsse jetzt wie Pilze aus dem Boden. Mache ich doch da auch noch gerade. Da müsste eigentlich alles deckt sein. Ja, das ist gut. Das auch. Tipptopp, das ist etwas vom Wichtigsten. Das da nicht. Da machen wir die neuen Leitungen. Das sind die mit Wärmezeugs und so. Sehr wichtig. Sonst werden sie nicht arbeiten. Ja, Supertal. Was sind das gewesen? 6-7 Buden und der ist schon gut, schon zufrieden. Finde ich auch enttäuschend, aber hey, ist in Ordnung. Ich frage mich, wie lange das geht, bis ich endlich wieder einen neuen Wohnraum brauche. Aber wie gesagt, wir haben noch 2-3 verlassene Objekte. Obwohl, das sind eigentlich alles Geschäftsräume, die momentan noch verlassen sind. Da haben wir eine Police Station. Nein, das kann nicht sein. Da. Ja, das sind alles noch Geschäftsräume. Komischerweise sind das alles Low Density. Low. Jetzt das Muster dahinter. Nein, das ist auch High da. Nein, Low Density. Hä? Ist doch nicht High. Das ist doch High. Nun, egal. Das ist wie es ist. Da haben sie sich mal aufgebaut und da sind sie reingegangen anscheinend. Ja. Ah ja, übrigens, ich habe noch ein Stadion und bis jetzt haben wir immer gewonnen, bis auf einmal.
Im 2055 kann ich, also ich glaube, wenn habe ich das gebaut? Steht das irgendwo? Ich glaube, im 2055 sogar. Ich glaube fast. Das ist das erste Spiel, das sie verloren haben, nachher haben sie noch gewonnen. Da haben wir noch ein schönes Einkaufscenter, wo, naja. Naja, die Besucherzahlen sind nicht gerade der Hit da, aber hey. Ich beschwere mich nicht, oder? Und wieso, was ist der Beachvolleyball, wieso der? Ah, das stört mich. Wieso habe ich das so gemacht? Ja, irgendeinen Sinn und Zweck hat es ganz bestimmt gehabt, dass ich das so gemacht habe. Ich mag mich nicht mehr erinnern. Ja, es war mal eine Hochburg vom Tourismus gewesen, aber naja, mittlerweile. In meinem Trololo. Oh, oh, oh. Aber ihr seht, die Fähren, die laufen. Zwar kein Passagier, aber hey. Ich weiß nicht, wieso das dann nie jemand mit der Fähre fahren. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich finde das ein bisschen traurig. Oh, das wäre natürlich auch eine geile Idee. Hier nur eine Fährenverbindung machen. Das wäre eine geile Idee. Das könnte ich so machen, ja. Das könnte ich so machen. Oh, wie sieht es eigentlich aus mit dem Wasser und so? Ich weiß, ich habe ein Problem mit Wasser. Nein, ist gut, ist gut, ist gut, ist gut. Ist noch im erträglichen Rahmen. Ja, Verschmutzung hält sich mehr oder weniger in Grenzen. Mehr oder weniger. Aber es zeigt mir da jetzt schon ganz, ganz, ganz bisschen Verschmutzung. Wären wir jetzt langsam, aber sicher schon fast lieber. Wenn es in die andere Richtung um wäre. Es läuft nämlich so durch. Das heisst, der ganze Dreck fließt jetzt hier links über. Da wäre es ja eigentlich fast besser, wenn ich jetzt würde die Kläranlage hier übernehmen und das saubere Wasser würde ich nehmen. Oder nicht? Also da kann ich ja sicher ein paar machen. Ohne dass es einen grossen Rückstau gibt, dass die nicht würden. Oder ich könnte da einfach schon einen Staumauer machen. Das ist auch eine geile Idee. Ich mache jetzt einen Staumauer. Oder soll ich einen Staumauer machen? Ich weiß es nicht so recht. Stauern sind immer so. Nee. Ich schaue gerade. Das seht ihr sehr wahrscheinlich nicht, außer ich hätte einen Fehler gemacht bei den Einstellungen. Hier oben, also eigentlich genau über dem Icon mit den Informationen, ist meine FPS-Anzeige und die ist jetzt gerade auf 40 unten gewesen. Jetzt ist sie wieder auf 60 oben. Was ist da los? Ist das, wenn ich reinzoome? Ja, schon, wenn ich reinzoome, geht sie runter. Dann fällt sie sich wieder und dann geht sie wieder rauf. Jetzt ist sie bei 50, 52, 50. Naja, egal. Ja, wie auch immer, ich verabschiede mich. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal wieder. Videos kommen im Moment noch sehr, sehr, sehr extremstens unregelmäßig. Und was für Games ich momentan wird aufnehmen, kann ich noch nicht sagen. Ich bin im Moment sehr atem von Player Unknowns Battlegrounds. Und noch ein paar andere Sachen. GTA hat ja auch einen neuen Mod bekommen, Gunrunning. Mal dort vielleicht ein bisschen reingüchseln, mal schauen, welche Aufnahme wir machen. Theoretisch sollte es jetzt möglich sein mit meinem neuen Maschinen. Und ja, dann doch ein bisschen überraschen. Wir sehen uns dann. Ciao, ciao.